Ohne Maske, aber in gebührendem Abstand begrüße ich jetzt Judith Aberle vom Institut für Virologie an der Medizin-Uni Wien. Guten Abend. Guten Abend. Frau Professor Aberle, irgendwann wird jeder eine Corona-Infektion gehabt haben und dann sind wir alle immun, hat es lange geheißen. Von einer Herdenimmunität, wie wir spätestens seit heute wissen, sind wir sehr, sehr weit entfernt. Was bedeutet denn das jetzt? Ja, also die Ergebnisse der Statistik Austria passen sehr gut auch zu den niedrigen Erkrankungszahlen, die wir derzeit haben. Die Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Infektion eingedämmt werden konnte. Das ist, was das Virus betrifft, recht gut. Faktum ist aber auch, das Virus ist noch da und es kann sich wieder ausbreiten. Daher ist es weiterhin wichtig, dass die Maßnahmen, also das Tragen von Nasen-Mundschutz in geschlossenen Räumen, das Abstandhalten weiter eingehalten werden, nicht nur um sich zu schützen, sondern auch um andere nicht zu gefährden. Und es geht hier auch vor allem darum, wiederum Infektionen und Erkrankungen, vor allem Cluster von Infektionen, frühzeitig zu erkennen, um dann mit Maßnahmen durch Contact Tracing solche Infektionsketten zu unterbrechen. Jetzt haben Sie gesagt, das Virus kann sich weiter ausbreiten. Heißt das aber, dass Sie eventuell noch in diesem Jahr mit einer zweiten Welle rechnen, wie doch etliche Kolleginnen und Kollegen von Ihnen? Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Wie gesagt, das Virus ist da. Es kann sich weiter ausbreiten. Es ist aber zu hoffen, dass die Maßnahmen, die ja laufend noch durchgeführt werden, also sprich die Schutzmasken und das Abstandhalten, dazu führt, dass die Infektion eingedämmt wird. Und wir können durch die Kontrolle der Erkrankungszahlen auch frühzeitig sehen, ob die Erkrankungen wieder ansteigen. Wir haben eine niedrige Zahl von Infizierten und eine niedrige Dunkelziffer. Das führt zu der Frage, die Sie jetzt implizit schon ein bisschen mitbeantwortet haben, die auch im Beitrag schon angeklungen ist, ob denn die Maßnahmen überzogen waren, mit denen wir jetzt seit Wochen leben, die wir auch großteils alle einhalten, oder ob eben diese Maßnahmen dazu geführt haben, dass die Infektionsrate so gering ist. Was ist Ihre Antwort? Ja, also wenn man sich ansieht, die Situation in Italien, Frankreich, Spanien, so war es aus virologischer, aus ärztlicher Sicht gerechtfertigt, frühzeitig Maßnahmen zu setzen. Und wir sehen, die Maßnahmen haben dazu geführt, dass wir jetzt niedrige Infektionszahlen haben und eine, was das Virus betrifft, recht gute Situation. Sie haben vorher von Clustern gesprochen, dass man das regional eingrenzen kann. Hätte man das nicht auch im Februar, März schon tun können? Wir kennen ja bekannte Cluster etwa in Tirol. Hätte man da nicht sagen müssen, man geht anders vor und eben verhindern, dass sich das Virus über Österreich und auch über Europa ausbreitet, von diesen Wintersportorten aus? Ja, wenn man diese erste Infektion natürlich früher erfasst hätte, hätte man das Contact Tracing auch durchführen können. Das Contact Tracing wurde aber bei sämtlichen Infektionsfällen, die diagnostiziert worden sind, durchgeführt. Und so konnte man eben auch sehr viele Infektketten dann unterbrechen durch die Quarantänemaßnahmen, durch die Isolation von Kontaktpersonen. In der heute präsentierten Studie wurde der Fokus auch auf 27 Gemeinden gelegt, in denen ganz besonders viele Fälle gezählt wurden. Auch da hat man ganz genau untersucht mit mehreren Tests. Und das Ergebnis ist, dass in diesen Gemeinden der Durchseuchungsgrad bei maximal 5% liegt. Ist das nicht eigentlich sehr überraschend bei einer so hoch ansteckenden Krankheit? Nein, das überrascht uns nicht. Das passt sehr gut auch zu den niedrigen Erkrankungszahlen, die wir hier haben. Man muss auch schauen, auch wenn man es vergleicht, international gibt es da sehr große Unterschiede in den Ergebnissen. Es gibt auch teilweise in den Ländern lokal große Unterschiede in diesen Ergebnissen. Und das liegt an zwei wesentlichen Punkten. Zum einen ist das die Qualität der Stichprobe und zum anderen die Qualität der Antikörper. Und das ist deshalb wichtig, weil wir wissen, dass Antikörpertests auch falsch positive Ergebnisse verursachen können. Und das führt dann zu einer Überschätzung der Seroprävalenz. Das heißt, man überschätzt eigentlich die Infektionen, die schon stattgefunden haben. Und hier kommt es sehr darauf an, was für Tests es gibt. Wir kennen inzwischen die Antikörper-Schnelltests, wo sehr viele verschiedene bereits auf dem Markt sind. Die sind aber
weniger oder manche sind noch weniger gut evaluiert und validiert. Und dann gibt es die Laboruntersuchungen, die, was ihre Spezifität und Sensitivität betrifft, besser sind. Und dann gibt es noch, und das ist der Test, der auch in der Studie der Statistik Austria verwendet worden ist, der Neutralisationstest. Und das ist ein Test, der ist Speziallabors vorbehalten, weil man hier unter höheren Sicherheitsbedingungen arbeiten muss, weil da wird das Virus angezüchtet. Und mit diesem Test kann man im Blut des Patienten untersuchen, ob hier Antikörper sind, die eine Virusinfektion verhindern können. Damit kann man bestätigen, ob jemand eine Infektion durchgemacht hat. Und diese Bestätigung ist auch notwendig, um falsch hohe Seroprävalenzraten eben dann zu vermeiden. Ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs jetzt auch noch. Vielen Dank, Frau Professor, für das Gespräch. Danke. Sehr gerne.